irgendwas anmachen, ausmachen? Nee, ne? Bye, bye! Nom, nom, nom. Ich habe mir auch was zu naschen geholt. Kinder-Country. Weil ich noch ein Kind bin. Nee, wir haben doch eben gerade, als wir umhergelaufen sind, haben wir doch tatsächlich einen Fahrstuhl noch gefunden, der nicht funktioniert hat. Wo ich nicht weiß, wie ich da auch rankomme. Und das Mysterium würde ich gerne noch abschließen, bevor wir gleich dann noch in die Hauptstadt gehen. Und da uns vielleicht nochmal umgucken und da nochmal was machen, was uns vielleicht fehlt. Wenn ich das jetzt finde. Im Waldturm. War das im Waldturm? WB, danke schön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Merci, merci. Das Bohren hört man nicht so im Hintergrund, ne? Das Bohren und Klopfen. Und zwar geht's um diesen Aufzug hier. Der hier. Gerät bewegt sich nicht. Hier ist noch irgendein Aufzug. Kann ich da an der Seite nicht einfach... Oder habe ich nicht einen Talisman oder sowas, der mir vielleicht hilft, dass wenn ich runterfall, keinen Fallschaden kriege oder nur wenig? Haben wir nicht irgendwie so eine leichtfüßige Katze oder sowas gehabt? Gewährt Immunität gegen Sturzschaden, schützt aber nicht vor einem Tod durch Sturz aus großer Höhe. Das setze ich mal, glaube ich, kurz ein. Ich meine, wir werden vielleicht sterben. Aber wenn wir vielleicht hier auf die Fackeln oder so springen... da unten ist der Raum? Wait a minute, warum... Was? Okay, wartet mal kurz. Okay, einen Moment. Wartet mal. Jetzt habe ich ja wenigstens gesehen, was da unten ist. Jetzt kann ich das besser zuordnen. Okay. Das müsste ja dann... Und dann muss ich durch den Innenhof laufen. Ich habe auch irgendwas falsch gemacht. Der Kackeresser in der Tafelrunde gibt mir den Schlüssel für die Kanalisation nicht. Du meinst den hier, oder was? Den? Hat man den von dem Kackeresser gekriegt? Von dem Dummfresser? Ich habe den getötet. Das ist die von dem großen Saal. Mhm. So, wartet mal. Da rennen wir jetzt mal kurz hin. Aber warum kann ich den nur von unten rufen, oder was? Ach, warte mal, wenn wir gerade hier sind, will ich die mal ausprobieren hier. Die Mädels. Die will ich mal austesten. Auf den Sack gekriegt. Die zwei Ladies. Hey, sexy lady! Get on the floor! Ja, die sind schon sexy, muss ich sagen. Wenn die eine nicht die ganze Zeit immer ihren Säbel angucken würde, und die zusammenkämpfen würden. Oh, mit der Peitsche. Holy Jesus. Ist ja richtig geil. Zack. Richtig cool. Dafür ist es halt echt nice, wenn man hier mal diese Orte besucht, wo man schon mal war, dass man... Ey, das bin ich. Dass man einfach die mal ausprobieren kann, die Geister. Richtig nice. Gott, der kann sich gar nicht wehren. Zu dem da hinten. Oh, genau, was vergessen. Schwelenschmetterling muss man natürlich mitnehmen. Schwefel, Schwelender, wie der auch immer heißt. Schwelschwar, Schwelender. Vor allem, die haben echt wenig Damage. Ja, okay, die haben wenig Damage gekriegt, weil die halt natürlich so stark sind, aber
ordentlich aus, muss man sagen. Vor allem die eine ist auch ein bisschen mehr defense, bisschen weiter weg, weil sie halt die Peitsche hat. Beziehungsweise diese Sichel, diese lange. Damit kann sie halt auch von weiter weg wieder nichts machen. Und die andere ist halt eher nah dran. Gefällt mir gut. Und die sehen schick aus mit ihren leuchtenden blauen Augen. Wie meine leuchtenden blauen Augen. Oh mein Gott. Okay, also das ist von unten der eine Aufzug. Aber ich frage mich, warum ich den von da nur nicht benutzen konnte. Weil man hat auf jeden Fall das Bild gesehen. Da war ich doch eben auch schon im Raum. Das ist so krass, wie verwinkelt das einfach hier ist. Und man hat das Bild gesehen. Also ist es da vorne, oder was? Aktivieren, ja, und dann funktioniert er wahrscheinlich, ne? Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum ich da nicht drauf gegangen bin. Ich bin, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig gewesen, was so Sachen angeht, wenn ich... Ich laufe dann lieber den geraden Weg weiter, anstatt dann nochmal eine Etage zu wechseln und sowas alles. Gut, das haben wir erledigt. Dann wollten wir jetzt in die Hauptstadt gehen, genau. Aber ich weiß leider nicht, wie das mit dem Kacker, mit dem Dungfresser da abläuft. Da kann ich dir leider nicht helfen, Spitzart. Also da weiß ich leider nicht, was du da machen musst. So, und zwar gibt es hier diesen komischen Speer. Und da kann man raufgehen. Wir waren schon auf dem Drachen, aber auf dem Speer war ich nicht. Warum? Weil ich nicht gedacht hätte, dass man da hochkommt. Aber man findet da ein Item. Und dann gehen wir einfach jetzt mal gucken. Bin ich da nicht hochgeklettert? Habe ich, glaube ich, nicht für wichtig erdacht, glaube ich, oder? Ich meine, ich will das nicht auf 100% spielen, aber wenn ich was gesehen habe, was ich gerne... Nein, wir müssen von da darauf springen. Geh weg, ich bin nicht da. Ich habe keine Ahnung, nicht da oben. Schlafgemachter Königin. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Vielleicht ist das aber auch viel zu weit weg. Ich gehe gefühlt 20 Mal in dieselbe Ecke. Ich kann ja noch was übersehen haben. Na, so spiele ich das nicht. Ich versuche schon zwar vieles mitzunehmen, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß zum Beispiel, dass es diese eine Katakombe hier gibt. Hier diese Katakomben des Riesengipfels. Da kannst du auch noch runtergehen. Dann kannst du nochmal da lang gehen. Dann gibt es da nochmal eine andere Ebene. Das habe ich auch bei King Kong gesehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir jetzt nicht nochmal die Mühe, da reinzurennen. Aber so, wo ich weiß, dass ich bestimmte Items bekommen kann, gerade so, wenn es auch um Waffen geht und so, da bin ich dann schon eher heiß. Da will ich dann schon gerne hin und mir das nochmal holen. Komme ich da überhaupt jetzt lang? Kann ich mit dem Pferd einfach runterhüpfen vielleicht? Nee, ich sterbe, wa? Ein Pferd kann ich ja nicht benutzen. Wir müssen da... Nee, warte mal, wo war das? Wie kamen wir denn da nochmal auf die Dächer? Ich weiß, dass ich da schon mal rumgelaufen bin. Ich habe hier drin schon mal irgendwas gemacht. Oh, muss ich da vielleicht einfach reinlaufen und dann irgendwie durch ein Fenster oder so? Ich muss ja eigentlich nur die Treppe hier runterlaufen. Also ihr dürft übrigens gerne auch bei King Kong reingucken. Also Neo oder Kalmok, falls du da bist, falls ihr da seid. Oder meinetwegen auch Daniel als Mod. Macht gerne mal einen Shoutout für den King Kong. Es lohnt sich bei dem mal reinzuschauen. Der spielt nämlich auf der PlayStation und der versucht wirklich Platin zu bekommen. Und falls ihr da Tipps und Tricks habt, da dürft ihr gerne ihm auch immer helfen und
Bescheid geben, wenn er irgendwie was übersehen hat. Er ist richtig wild danach, alles zu finden und alles zu bekommen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Auf den Blitz kommt man nur mit dem Drachen. Meinst du, man kommt nur über den Drachen darüber? Ich mag nicht zu viele Streams schauen, da fühle ich mich auch wohl hier. Ja, ihr dürft natürlich auch gerne hier bleiben, aber so den einen oder anderen Streamer, den kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Nee, man kommt nicht nur über den Drachen darüber, oder? Oder ist es eine dumme Idee, von unten da hochzulaufen? I try. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. So, die Parfümeure, die töten wir jetzt hier erstmal. Hast du das geheime Medaillon bereits, beziehungsweise die zweite Hälfte? Ich habe theoretisch, glaube ich, alles, dass ich zu den Heiligland-Dings kann, ja. Ja, Halligbaum. Die habe ich beide. Ich weiß gar nicht mehr, durch was ich das gekriegt habe. Auf jeden Fall habe ich die zweite Hälfte dann... Ach doch, in der Festung hier. In Schloss Sohl. Da habe ich, glaube ich, die zweite Hälfte bekommen. Glaube ich. Wait. Komme ich hier nicht rüber? Ehrlich jetzt? No. So nah und doch so fern. Hallo? Hallöchen, Lemur-Krobat. Okay, hier liegt beim Rolltaufzug noch ein Abenteuer vor dir. Ja, ja, da war ich ja noch nicht. Also zu den Halligbaum-Geschichte, da bin ich noch gar nicht irgendwie lang gelaufen. Da war ich bisher noch nicht. Ich habe ja auch erst 57% vom Spiel. Also ein bisschen was wird uns schon noch erwarten. Wie bin ich denn da nochmal hingekommen? No! Man musste nur kräftig springen. Heinrich. Damn it. Entschuldigen Sie mich. Nein. Fuck, wo muss ich lang? No. Alter, jetzt kommen sie alle. No. Sam, help. Gehen Sie weg. Ich will nicht gegen Sie kämpfen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube, wir müssen wieder von oben lang laufen. Ich habe keine andere Wahl. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin doch so kacke runtergefallen, ey. Scheiße. Wo können wir ins Refugium des Erdenbaums? Je fester man drückt, umso schneller läuft man, beziehungsweise höher springt man auch. Ja, ich weiß. I know. Der Kampf war hier drin auch echt geil, muss ich sagen. Das hat auch Spaß gemacht. Von den ganzen Leuten, die jetzt hier sind, habt ihr einen Boss, den ihr bisher am besten gefunden habt? Ich meine, ihr dürft auch gerne die Bosse spoilern, die jetzt vielleicht noch kommen werden. Also ich weiß zum Beispiel, dass uns bei Farum Azula, da wird uns, glaube ich, diese Melia oder wie die heißt, Melenia, ich weiß nicht, dieser eine Boss mit den Flügeln, die wird uns da auf jeden Fall erwarten. Wir haben doch, glaube ich, bei der Schattenburg, da haben wir auch ein Bild von der gesehen. Und ich glaube, die ist auch manchmal hier als Thumbnail zu sehen. Die wird da, glaube ich, auf uns warten. Die wird da noch kommen. Das weiß ich zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, was die für Attacken macht. Ich weiß nicht, wie die kämpft. Aber ich glaube, die wird da sein. Weil ihr, oder Melinia, oder wie die heißt. Weil ihr habt letztens geschrieben, ja, dann viel Spaß mit der oder so. Und darum glaube ich, dass die kommen wird. Den fand ich am geilsten. Malekith. Okay, den kenne ich noch gar nicht. Ich finde es aber auch interessant, dass die irgendwie alle irgendwie mit M heißen, oder?
Liegt das daran, weil die irgendwie Geschwister sind oder so? Dachte sich da irgendwie eine Zauberin, wir nennen die alle irgendwie mit M oder so? Sehr viele Namen damit auf jeden Fall. Malenia, Blade of Mikella. Genau, die werden wir da, glaube ich, treffen. Also, denke ich. Wenn ich falsch liege, dann wäre das natürlich sehr schade. Blitz von Gransax. Blitz von Gransax. Warte, das lese ich mal kurz durch. War das ein Schwert? Ein Speer geschnitzt aus der Waffe von Gransax, einer der legendären Waffen. Ein uralter Drache, Gransax, der einst die königliche Hauptstadt verwüstet hat. Dies war das einzige Mal, dass die Mauern von Lindel fielen und zugleich der Funke, der den Krieg gegen die uralten Drachen entfachte. Drachenblitzschwer. Das ist der da oben also, ne? Gransax oder Gransax oder wie der heißt? Ja, ich hab doch gefragt. Korg, ich hab ja gefragt gehabt, welchen Boss sozusagen die Leute am besten gefunden haben. Aber das ist so ein Running Gag. Nicht spoilern! Das macht doch die Reaktion kaputt. Nein. Nur weil ich den Namen kenne, heißt das ja nicht, dass ich da dann schon weiß, was mich erwarten wird. Also, keine Ahnung, was für Namen es da gibt. Ich kenne ja bisher nur die Bosse, die ich schon gemacht habe. Und selbst von denen weiß ich ja nicht mal die Namen. Da habe ich keinen Plan, was mich erwarten wird. Außer, wie gesagt, bei der Malenia. Weil die haben wir ja schon mal auf einem Bild gesehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, wenn wir gegen die kämpfen... Oh, warte mal, wo geht's denn hier runter? Ach, das kenne ich schon mit der Ekelhand. Igittigittigitt. Nicht denken. Tada. Den habe ich vorhin gelegt? Malekit? Wo habe ich denn den vorhin gelegt? Mephi! Den Boss Mephi! Ja, den geheimen Boss auf Farum Azula habe ich. Den habe ich, ja. Der war auch sehr gut. Den habe ich vorhin gemacht. Ach so, darauf bezog sich das Epica. Ja, den habe ich vorhin gemacht, genau. Den Boss habe ich vorhin gemacht, ja. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier auch... Ich frage mich halt, ob wir unten irgendwie in den Katakomben, ob wir da noch irgendwas machen können? Ob wir da vielleicht noch irgendwas vergessen haben? Weil, ich muss gestehen, da gab es doch diese kleinen Goblins und da ging es auch weiter nach oben. Und da waren wir zum Beispiel nicht gewesen mehr. Weil die hier so super stark waren. Was ist denn das hier eigentlich für eine Tür? Nicht von dieser Seite zu öffnen. Seht ihr, wir haben hier noch ein paar Sachen nicht gemacht. Das müssten wir eigentlich auch... Weil es steht doch auch, dass unter der Stadt liegt der doch begraben. Oder sowas steht da dran. Und da müssten wir eigentlich auch... Mal gucken... Ob wir da vielleicht jetzt nochmal hier rumgehen könnten. Ey, Bruno. Aber ich weiß, dass hier damals voll viele Gegner waren und dass ich voll Schiss hatte, weil die so stark waren. Ich hab schon wieder keine Lampe an, Alter. Ich werde hier gleich verrückt. Hier waren doch zwei, ne? War hier nicht auch einer gestanden? Damn, die machen aber gut Damage noch. Verborgener Pfad voraus. Rein da. Damn it. Kanalisation ist ein Labyrinth. Gibt es aber immerhin drei Shortcuts. Ja, wir sind damals auf jeden Fall hier lang gelaufen und hatten echt Probleme gehabt. Aber wir haben hier den
den Typen auf jeden Fall gefunden gehabt und haben den dann getötet. Aber mir waren die hier damals viel zu stark, sodass ich hier nicht großartig rumgelaufen bin. Hier ist die Gnade. Wir töten die mal kurz. Boah, der hat mir voll ins Gesicht getreten. So eine miese Sau. Schämen soll der sich. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Also ich weiß, wir sind hier runtergegangen. Konnten hier unten lang laufen, das weiß ich noch. Irgendwie muss man doch... Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Scharfschützenstelle von Boss Rass. Okay. Ist hier noch ein Dritter, der hier rumläuft? Fein, lieber. Mein Ohr juckt. Hast du auch dahinter geschaut, in seinen Bossraum? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir sind damals da reingegangen, haben ihn platt gemacht und sind dann wieder rausgelaufen. Und ich glaube, ich habe damals nicht großartig da noch geguckt gehabt. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hier sind wir ja auch nicht weitergekommen, ne? Man glaubt es gar nicht, das habe ich gerade alles gedrückt. I'm impressed by myself. Da musst du noch was tun. Du musst mal auf rechts gehen. Ach, wie schön. Sie hat noch viel vor sich. Ich muss mal los. Epica, danke schön fürs Vorbeikommen. Vielen lieben Dank für eure ganzen Follows. Wenn ihr Bock habt, wir spielen morgen auf jeden Fall auch nochmal Elden Ring. Ab um 12 geht es hier wieder weiter. Und am Freitag Hogwarts. Da legen wir eine kleine Elden Ring Pause ein. Aber ihr dürft natürlich auch gerne bei YouTube reingucken. Und euch auch gerne nochmal die bisherigen Aufnahmen anschauen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr da vielleicht supportet und mich da so ein bisschen unterstützt. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir jetzt als erstes lang, ne? Ist der King Kong eigentlich noch da oder hat er auch schon Tschüss gesagt und ich habe es nicht mitgekriegt? Leute, alle, die gerade offline gehen, die rausgehen... Guck mal, da unten waren wir überall noch gar nicht. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Schön, dass ihr dabei wart bisher. Und danke für die Tipps auf jeden Fall. Top dich mal zum Bossraum. Teleportier dich da mal hin. Hier unten, oder was? Ich weiß ja gar nicht, wie man jetzt hier unten weiterläuft. Ich habe ja gar keine Gnade. Vielleicht war ich auch noch gar nicht beim Bossraum. Kann auch sein. Sollte ich hier runtergehen schon? Oder soll ich hier oben erst noch mal gucken? Unsicher, Leute. Warte mal. Kommt der die Leiter hoch? Der kann die Leiter klettern? Ich weiß es nicht. Treibe ganz oben und dann vorsichtig runterspringen. Zurück! Okay, warte, wo? Also dadurch, dass ich ja hier schon mal war, dürft ihr gerne spoilern, wo ich hingehen soll. Ne? Ich geh mal zur Gnade. Dann dürft ihr sagen, wo ich langlaufen soll. Eine Treppe hoch. Treppe ganz oben. Steintreppe. Die da hinten, oder was? Und dann da runter springen. Also doch erst da langlaufen, ja, da links. Hier, oder was? Ich glaube, hier unten war ich nämlich noch nicht. Ich bin damals... Also hier kann man runter. Das sehe ich da unten. Ich bin damals nur da lang gegangen, habe ich gesagt, oh, hier kommt man ja nicht weiter. Und bin ich wieder zurückgelaufen.
Aber ich glaube hier runter. Hier sind wir noch nie lang gegangen. Also da sind ja auch die ganzen Items noch. Samt des Dunkelschmiedesteins 6. Also das, was ich jetzt hier sehen werde, seht ihr mit mir jetzt das erste Mal. Faden. Vorsicht vor links. Ohne Scheiß, das hat so dieses Feeling gerade von Outlast, von dem ersten Teil, wenn man da unten auch durch diese Katakomben geht. Das ist so ekelhaft, ohne Scheiß. Aber auch so gut gemacht. Wahrscheinlich Liebe. Ja, ja, die haben sich richtig lieb gehabt. Sie machten Battle Angle. Morgen habe ich Homeoffice. Das wird was. Da schaue ich rein. Ey, cool. Sehr, 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 sehr vielen, vielen lieben Dank. Und viel Erfolg im Homeoffice dann morgen. Was ist das hier? Kommen wir da runter? Nein. Ekelig. Aber ich glaube wirklich, hier waren wir noch nicht großartig. Aber warte mal. War hier rechts nicht immer der Bossraum oder ist das jetzt ganz woanders? Ist da eine Schnecke? Es macht schon Geräusche. Sollen wir erst die Pflanze machen? In den Kurven schön reinlegen. Ganz wichtig. Nicht mit fester drücken. Man muss sich auch nach vorne lehnen und schnell sein. Ja, also das mit dem Springen ist manchmal echt eine komische Kunst. Das ist nicht nur, du drückst stumpf einfach irgendeine Taste, sondern man muss halt wirklich echt gucken. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, soll ich jetzt oben erst langlaufen oder unten? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, nee. Ach, du Scheiße. Da sind ja diese ewigen Sprungviecher. Ob die hochkommen können zu uns? Ich habe übrigens gesagt, wenn ich irgendwann mit Elden Ring durch bin, dann werde ich wahrscheinlich so einen Run machen, wo ich die ganze Zeit nur Feuertöpfe werfe. Einfach nur so einen Brandbomben-Run only. Das wird bestimmt auch witzig werden. Da kommt jetzt mal zum Mana ein bisschen. Ausdauer regenerieren. Wir haben auch echt mittlerweile sehr viel Ausdauer, muss man sagen. Aber guck mal, was viel einfach das Zaubern auch kostet. Und jetzt haben wir nur noch einen Trank. Und hier unten sind diese ekligen Viecher, die ganze Zeit hüpfen. Okay, sie macht jetzt ihren Giftangriff. Dann werden wir gleich einmal reinspringen und sie erst platt machen und dann... Der hat Damage gekriegt, weil ich auf ihn draufgefallen bin. Sind vergiftet. Einen Giftstein haben wir bekommen. Scheiße.
Okay, man kann auf jeden Fall auch hier unten noch weiterlaufen. Sollen wir erst unten lang oder erst oben lang? Was meint ihr? Etwas Unglaubliches voraus. Tod voraus. Reingerollt. Ich hätte mich zur anderen Seite rollen müssen. Ich habe nicht gesehen, dass links noch so viel Todespest war. Oha. Bruno? Nicht streiten. Du noch machst heute? Na, wahrscheinlich so wieder bis kurz vor 18 Uhr. Meistens bin ich immer so bis um 18 Uhr online. Boah. Der verprügelt mich. Ey, was ist das? Hier in dem Part so krass finde, ist dieses Glockenschlagen, was man auch immer die ganze Zeit hört. Und die Katze, die im Hintergrund schreit, qualvoll, weil sie Aufmerksamkeit möchte und die andere Katze ärgert. Dieser kleine Rüpel. Rüpel! Nee, aber meistens streame ich, wenn ich online bin, immer bis 18 Uhr. Es sei denn, irgendwas kommt dazwischen oder... Mir geht's vielleicht nicht so gesundheitlich gut, dann bin ich meistens so von 12 bis 18 Uhr online. Und morgen wahrscheinlich auch wieder. Und Freitag dann auch. Und Freitag machen wir vielleicht auch ein bisschen länger aufgrund dessen, dass da wir uns in Hogwarts da umgucken können. Da bin ich schon echt gespannt, was, wie das dann alles werden wird. Guck mal, wie süß die aus dem Boden rauskommen. Das ist schon, eigentlich ist schon niedlich, ne? Wir haben Sex. Oh mein Gott!